Hallo und herzlich willkommen zurück zum LS19 hier um der Crater Lake Forest Map. Ja, wie man hier natürlich unschwer sehen kann, beim letzten Mal gab es ja ein leichtes Problem mit dem Gewicht von unserem neuen Forstgerät und dem verkraftbaren Gewicht von unserem Ford Pickup hier. Die Hinterachse hat die Aufenthaltsgenehmigung abgelaufen, so wie es aussieht. Aber sie dreht. Könnt ihr das sehen? Der Kader an der Lenkte dreht sich da unten. Okay, ich habe schon mal den LKW geholt und wir würden jetzt versuchen, also ich würde jetzt, warte mal, ich wollte was anderes probieren, ach Gott, ich bin total durcheinander, pass auf, wir drehen das Ding einfach mit den schweren Ausleger nach hinten, dann klappen wir den Big Text zu. Whoa. Okay. Wenn wir den hier hinten rufstellen, dann dürfte der doch theoretisch. Also das sieht schon recht austariert aus, oder? Jetzt drehen wir den noch ein bisschen gerade. So. Ob das geht? Wir machen den mal aus. Dann gucken wir mal, ob wir den festketten können. Also irgendwas hat er gemacht. Wollen wir mal gucken, ob wir damit... Oh ja. Wir machen hier eine Wheelie Party. Das hat ja auch noch nie erlebt, sowas. So, bremsen will auch überhaupt nicht. Und rückwärts fahren geht anscheinend. Also ich glaube, wir haben das maximale Zuladegewicht irgendwie ein bisschen überschritten, oder? Wenn wir bremsen. Okay. Dann hat er keinen Zweck hier. Wir entkoppeln die Geschichte. Wir klappen hier wieder auseinander. Und bevor hier noch was schief geht, würde ich sagen, holen wir uns mal einen vernünftigen Tieflader, den wir auch dem Bagger anbieten können und dann fahren wir das Ganze mal nach Hause. Und zwar nehmen wir den, wir mieten den einfach. Der ist sehr günstig, nebenbei bemerkt. Ich nehme bewusst den und nicht den anderen. So, wir nehmen auch diesen Dolly wieder, weil der kostet in der Miete halt immer ja nichts. Weil wir müssen ja hier hinten irgendwas anhängen. Und dann tun wir mal. Wie gesagt, ich habe den LKW geholt. Den hängen wir hier jetzt mal hinter. Aber eigentlich sehr gut, dass der Big Text da ist, denn wo ich den LKW geholt habe, habe ich was gesehen. Warte mal, bevor wir hier irgendwas weiter rumfahren, würde ich sagen, fahren wir das Ding mal von seinem Gefängnis hier runter, oder? Warte mal, wir müssen den dann... Och Gott, ich ahne Böses. Ja. Auf jeden Fall drehen wir den erstmal wieder so rum, dass wenn wir vorwärts fahren, das Ding auch vorwärts fährt. So. Und mir scheint, wir kommen hier nicht mehr runter. Jetzt sind wir frei. Okay. Mann, oh Mann. Eine sehr schwere Geburt, wie mir scheint, aber wir kriegen das alles hin. Das ist ja kein Problem. Bis jetzt habe ich immer alles irgendwie nach Hause bekommen. So. Wir klappen den auseinander. Und wir können den nämlich ausfahren. Ist das nicht total geil? Dann steht der so ja vernünftig. Jetzt müssen wir damit nur irgendwie die Rampe hinten hochkommen. Und der Rest ist dann, glaube ich, halb so schlimm, denke ich mir. So, wir probieren einfach mal. Wir fahren das mal. In der Hoffnung, dass wir hier hochkommen. Ja, nein, ja, nein, 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 ja, doch, okay. Na, das sieht doch viel besser aus, oder? Viel besser sieht das aus. So, ich glaube, damit kann ich arbeiten. Können wir dich nicht ausschalten?
Dann gehen wir hier hin. Und dann machen wir hier hinten zu. Okay, wir können hier anscheinend den Bagger nicht festspannen. Und der ist auch übelst am Rumschwabbeln. Oh. Der wird immer schlimmer. Ich denke mal, wir fahren direkt los, oder? Oh Mann, oh Gott, was ist denn für eine Hopse? Warum ist denn das so? Wie kommt der Dolly damit nicht klar, oder? Oh, 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 oh. Wir fahren einfach so, dann sehen wir das Elend nicht. Wir werden den da nicht verlieren, oder? Ist er noch da? Hallo? Ja, also laut Spiegel steht er noch hinten drauf, dann ist alles gut. Wir fahren einfach. Guck mal, jetzt ist er auch ruhig, einwandfrei. Ach so, siehst du, ich habe ja die letzte. Oh, 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 oh. Oh, jetzt merkt er anscheinend doch. Ich fahr Vollgas, ne? Das Ding fährt hier irgendwie nicht. Eieieiei. Himmel, sagst du, Mann, der olle Bagger, der muss ja ultra schwer sein. Na gut, wenn man da auch Bäume vorne anhängen kann, ohne damit der umkippt, ne? Möchte das wohl so sein. Die haben den bestimmt aus einem Klumpen Metall zusammengefeilt. Boy. Hä, wieso fängt der jetzt so an zu schwobeln? Das verstehe ich aber nicht. Okay. Ist nicht schlimm, wenn du dich wieder einkriegst. Hallo. Wir müssen hier rum, wir müssen hier rum. Oh Gott, der schaukelt er sich aber ordentlich auf, ne? Komm, wir fahren einfach, ist egal. Ach ja, was mir noch eingefallen ist, ich habe ja die letzte Folge aufgenommen mit CPU und nicht mit GPU-Einstellung auf OBS. Und ich habe mir das Video danach angeguckt und ich muss sagen, also die Qualität war eigentlich recht in Ordnung. Nur weiß ich nicht, was YouTube daraus nochmal macht, ob die das nochmal alles verschandeln, aber ich war eigentlich sehr zufrieden damit und auch mit der Dateigröße. Also das Video, das hatte irgendwie 25 Minuten gehabt oder so und ich war bei 14,4 GB. Ist voll in Ordnung. Hallo? Ich fahre übrigens immer noch Vollgas, ne? Oh Lord. Ich fahre mit 3 km/h. 3. Unfassbar. Hallo? Krass, wie der das einfach nicht schafft, ne? Und da kommt schon. Die Räder drehen hinten schon durch. Wahnsinn, ist das Ding so schwer? Da müssen wir gleich mal ausprobieren, weil wenn wir die Superkraft benutzen, dann wird uns ja auch das Gewicht angezeigt. Und dann müssen wir gleich mal sehen, was das Ding denn so wiegt. Aber hier ist ja irgendwas anderes faul. Jetzt ist es besser anscheinend. Hä? Woran hat das jetzt gelegen? Ich habe gerade nur diese komische Fahrzeug-Vehikel-Verlade-Sicherheits-Ding ausgeschalten. Also Steuerung links und S. Und jetzt fährt das Ding. Und wackelt auch nicht. Jetzt können wir ordentlich mit Ballett nach Hause. Wobei ihr seht bergab, aber
Ja. So, hier sind wir schon. Eigentlich ist der Tieflader ja nicht so schlecht, oder? Bremsen hat er nicht so. Okay, wir fahren schon Vollgas rückwärts. Scheint wahrscheinlich doch echt schwer zu sein, das Ding. Okay, dann laden wir mal ab hier. Okay, jetzt ist er fest. Dann sollten wir ihn mal lösen. Jetzt ist er lose. Okay. Ah, alles klar. Oh, siehst du wohl. Einfach runter. Ein bisschen lenken kann ich schaden. So, wenn wir kaputt machen, ist nicht schlimm. Hört er nicht uns? Mal schön die Ketten drauf, den Lack abkratzen. Perfekt. Genau, so. Jetzt haben wir unseren dicken, fetten Tiger Cat zu Hause. Den lassen wir abholen, oder? Die sehr schnelle Nummer. Ja. Ich fahre mal den LKW wieder dahin, wo er hinhört, an seinem Holzanhänger, und dann zeige ich euch was. Deswegen steht nämlich der Pickup mit dem Big Tex noch beim Shop, denn wir brauchen noch was. Guck mal hier, der Acker semi-reif. In der Zeit, wo wir hier mit dem Holz rumgespielt haben in der letzten Folge, die nächste Wachstumsstufe über uns hineingebrochen. Und wir können ernten. Wir können das erste Mal unseren eigenen Acker hier Weizen ernten. Mega cool. Doch, da freue ich mich so ein bisschen drauf. Bedeutet, wir müssen zum Shop. Warte mal, ist der noch an? Ja. Das Ding kann nämlich eigentlich noch mehr. Der kann sich nämlich auch noch irgendwie in irgendwelche Richtungen neigen. Wie war denn das nochmal? Wir machen mal an. Ah ja, genau. Man kann nämlich umschalten. Der kann nämlich noch den machen hier. Siehst du? So. Da kannst du nämlich theoretisch auch schön an der Hanglage arbeiten. Wir fahren den aber mal komplett zurück. Und man kann den, glaube ich, seitlich auch noch kippen. Irgendwas war da noch. Boah, ich hab so viele Achsen, guckt euch das mal an. Ekelhaft, was das Ding alles kann. Okay, wir wollen auf jeden Fall den hier rausfahren und drehen und hochkippen. Und den Arm runter und den raus und den runter und hier ein Stück zurück. Wir machen mal Licht an. Dann wollen wir hier die Arme öffnen. Dann können wir das Ding auch anschalten. Warte mal, irgendwas konnte man noch. Okay, wir stehen falsch rum. So, jetzt fahre ich rückwärts. Jetzt fährt er rückwärts, Gott sei Dank. So, ein bisschen rumprobieren. Wie gesagt, ich bin mit dem Ding, mit der Steuerung. Aber man konnte, irgendwas konnte man aufklappen hier. Fahrtrichtung wechseln. Alter, jetzt habe ich den wieder vertauscht, ne? So, jetzt fahren wir vorwärts. Dann spielt das, glaube ich, eigentlich ja keine Rolle, wie rum man fährt, oder? Nee, man konnte doch. Die beiden komischen Walzen konnte man noch aufklappen, ne? Ja, genau die. Ich hätte echt jeder Knopf eine andere Funktion, ne? So ekelhaft. So, Schnittlänge. Wir wollen sägen auf 6 Meter. Wir machen mal 4. Dann können wir nämlich einen Baum voll auf dem LKW laden. Das probieren wir mal. Und zwar holen wir uns dafür den LKW nochmal. Mit Anhänger. Also das wird jetzt ein reines Probiervideo hier, ne?
Ich muss mich mit der Steuerung von dem Ding auch erstmal ein bisschen einfuchsen. Ich habe es bis jetzt auch nur bei anderen in Videos gesehen und muss sagen, ich bin schon ein bisschen begeistert davon, deswegen wollte ich das Ding auch haben. Ja. So, wir hängen mal hier ab. Dann fahren wir den LKW mal hier hin. Der ist übrigens nebenbei bemerkt mega dreckig. So. Mal gucken. Ich glaube, 4 Meter sollte gehen, oder? Wir schneiden mal ab. Dann heben wir hoch. Und das Coole ist, guck mal, wir können nämlich den Baum, so wie er hier ist, einfach drehen. Also der schlägt nicht mehr kreuz und quer durch die Botanik, sondern wir sind Herr des Baumes quasi. Jetzt haben wir nur ein Problem. Der hängt hier mangelt die anderen. Müssen wir ein Stück zurückfahren. Dann können wir den schön drehen. Können wir schön mit rumwinken. Sieht bestimmt doch mega bescheuert aus. Dann können wir den ganzen Arm heben. Wenn wir jetzt theoretisch den LKW noch ein Stück zurückfahren, können wir direkt da reinsägen, weil der Schneidkopf, der verändert seine Höhe und Lage nicht mehr, der bleibt so. So, können wir ein bisschen nachjustieren und drin. Und drin. Stücke vor und drin. Ein bisschen nachschieben. So. Jawohl. Ich glaube, das ist eine coole Sache. Abschneiden. Ein Stück zurückdrehen. Jetzt liegt es natürlich auf dem Dach auf. War ja klar, dass es doch nicht so klappt, wie ich mir das gedacht habe. Aber an sich keine schlechte Sache. Kriegst du eh einen kompletten Baum auf dem LKW. So, kannst du schön nachschieben. Da nochmal innen hinterher. Warte mal, den packen wir mal ein bisschen weiter nach hinten. So. Also eigentlich, wie gesagt, das Ding ist cool. Man kann den dann hinschieben. Oh, man kann den ganzen LKW wegschieben. Macht natürlich ja viel Sinn. Den noch hinterher. Siehst du wohl, jetzt haben wir hier auf dem LKW einen ganzen Baum. Könnte theoretisch vielleicht sogar noch ein Zweiter drauf gehen. Wenn wir jetzt hier immer scharf bremsen. Halt! Das andere bremsen. Da liegt hier doch alle dichte bei. Okay, das rutscht durch den Fahrgastraum. Das ist mir aber auch real. Auf jeden Fall haben wir hier jetzt auf dem LKW auch Holz drauf. Theoretisch, wir könnten jetzt hier mit 2 Bäumen den LKW auch nochmal beladen. Ist eine coole Sache. So, komm, wir schneiden mal noch einen Baum ab. Dafür drehen wir einfach den Schneidkopf wieder runter und senken das ab. Ich glaube, ich kann damit relativ schnell umgehen. Also, das ist jetzt nicht so schwer. Wenn das alles immer eingestellt ist, dann ist das eigentlich nur immer heben, immer drehen und fertig. Siehst du, heben. Das war jetzt das falsche Drehen. Drehen. Warte mal, wir drehen ihn mal andersrum. Guck mal, mit den Bäumen hat er zum Beispiel ja keine Probleme. Das schafft er locker mit links. Jetzt schnell mal wieder auf 4 Meter, ne? Wollte ich nicht. Warte mal. Mach mal 6 Meter. Genau. Ja, er schiebt einfach nochmal 2 Meter durch. Was ein schlauer Bagger. Guck mal, wie schön gerade man die jetzt alle legen kann. Wenn wir das jetzt hier hindrehen. Warte mal. So. Runter. Dann können wir theoretisch den Arm auch mal ein bisschen länger machen hier. Wenn wir da nirgendwo rankommen, müssen wir nur den hier wieder ein bisschen nach unten. So. Dann können wir hier den nächsten Baum rausgreifen. Dann drehen wir uns den wieder so, wie wir den haben wollen. Guck mal, und der hält den auch fest, ne? Auch hier so eine richtig große Fichte. Da kennt der nichts. Macht da einfach so. Ah, ist das cool. Ist das cool. So, ein bisschen runter. Noch ein bisschen kippen. Kann man schön positionieren, wo man den genau hinhaben will. Und abschneiden. Theoretisch können wir so auch in unseren
HW80 Rinnsegen, ne? Ja, kein Thema. So. Ja, schon cool. Also ich muss sagen, ist mal was anderes als ein normaler Harvester. Und man kann hier die Holzstapel viel, viel schöner hinlegen. Guck mal. Oder was? Also man kann damit so viel mehr Sache machen, theoretisch. Ja, wie gesagt, wir können direkt auf dem LKW aufladen. Die liegen alle vernünftig. Man kann die hier schön auf den Haufen legen. Die liegen alle gerade. Ja, wir können theoretisch den HW80 damit gleich beladen. Ich glaube, das war eine coole Investition. So, den machen wir mal aus. Und ich würde sagen, beim nächsten Mal gehen wir eine Ernte. Dann holen wir uns eine Erntemaschine. Deswegen steht der Big Tex ja noch beim Shop. Ich sage vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Der Tiger Cat ist mega. Ich werde damit vielleicht noch ein bisschen üben. Und dann sehen wir uns. Macht es gut. Bis dahin. Rinnihauen.